So, hallo und willkommen hier bei Minute of Islands. Hallo, hallo, wir sind hier bei einem neuen Spiel. Mike spielt wieder irgendwas Neues und diesmal ist es Minute of Islands. Ein Plattform-Puzzle-Rätsel-Adventure mit Comic-Stil, wie man hier schon deutlich sehen kann, an dieser etwas räudigen Möwe oder Albatros oder was es hier ist. Sieht etwas ein bisschen zerrupft aus. Trotz des Comic-Stils ist jetzt nicht unbedingt was für Kinder, hat durchaus auch ein paar gruselige Szenen oder die Grafik ist nicht unbedingt jetzt so kindgerecht. Nicht alles, was Comic ist, ist immer für Kinder. Ne? Das darf man nicht so einfach über den Kamm scheren. Aber gerade die Grafik hat mich hier sehr angesprochen in diesem Spiel, das ich zum ersten Mal gesehen habe und fand das echt toll. Das ist halt wie so ein, im Grunde ein spielbarer Comic. Und wie es dann oft in solchen Spielen dann eben ist, geht es hier um Helden und eine Heldin, vor allem die Welt retten muss, wie das dann eben so oft so ist in so Spielen. Und man denkt ja immer, so ein Held, der hat immer Spaß, das ist immer das Beste, den Helden zu spielen, das ist immer die größte Herausforderung, man hat am meisten Spielspaß und der Held ist immer, den alle schätzen, lieben, wo der ein ganz tolles Leben hat, weil er eben ein Held ist. Und hier geht es vielleicht eher in diesem Spiel noch ein bisschen um was anderes, nämlich, dass es vielleicht nicht immer so toll ist, der Held zu sein, dass man manchmal gar nicht will, dass man auserwählt ist, dass man damit vielleicht gar nicht so klarkommt, überfordert ist oder eben der Druck sehr groß wird und dass so ein toxischer Helferkomplex durchaus auch ungesund sein kann. Das Spiel ist dann ein bisschen ernster hier und da, aber macht trotzdem auch Spaß, aber das werden wir uns jetzt einfach mal zusammen angucken, weil ich fand das nämlich von der Grafik her sehr schön. Auch der Sounddesign, da hat man sich auch sehr viel Mühe gegeben. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt hier spielen lässt. Das kann man auf verschiedensten Plattformen kaufen. Fangen wir einfach mal an. Es gibt für Xbox, Nintendo, für den PC, also auf allen möglichen Spielplattformen kann man das hier spielen. Hier wird auch schon mal eine kleine Warnung abgegeben. Es gibt Themen wie Traumata, Ängste oder zerstörerisches Verhalten gegenüber sich selbst auch. Also man sollte das vielleicht, wenn man Kinder am PC hier sitzen hat, zum Beispiel, das die nicht alleine lassen, sondern zusammenspielen und auch Dinge erklären. Wie gesagt, nur weil es ein Comic-Stil ist, heißt das nicht, dass es kindgerecht ist. Ebenso wie Zeichentrickfilme nicht unbedingt nur für Kinder sind. Das ist Blödsinn. So, aber wollen wir mal weitermachen? So, das sind die Inseln, die wir bereisen müssen. Es gibt verschiedene Inseln, die von einer Seuche betroffen sind und diese müssen wir retten. Und jetzt werden wir mal sehen, wie es hier mit der Vorgeschichte anfängt, hoffentlich. Okay. Oh. Düster. Four brothers. Saffan. Bagger. Ander. And Ofla. Bound by eternal purpose. And a girl named Mo. Okay. Ein bisschen so eine alte Achterbahn aus oder sowas. So ein komisches Kaninchen oder was das da ist. Ja. Moore has learned to sleep under the hissing tubes and the ever-humming chambers. The pumping cylinders give her comfort, the drumming of a job well done. Nothing startles her more than silence. Don't this is more? There is no rest for the apprentice.
So, Wege mit den Pfeiltasten kann man natürlich auch mit Controller spielen und F, um mit Objekten in der Umgebung zu interagieren, und suche sie mit der Augenanzeige auf deiner Tastatur. Wo sind die? Naja, ist auch egal. Werden wir rausfinden. So, das ist also Mo, unsere kleine Protagonistin. Die hat immer so ein Poncho an. Das sieht aus, als hätte sie keine Arme. Erkunde die unterirdischen Gänge. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das hier machen können. Hier haben sie Fotos. Viele davon sind Mo's Schwester Miri. Mhm. So, sie lebt hier in so einer organisch-metallischen Insel, die voller Maschinen ist und hält diese sozusagen ans Laufen. Und ein Stück von der Oberfläche, okay. Jetzt hier angucken. Zeichnungen, Entwürfe und Baupläne. Ja, okay, die kann man nochmal dann... Ist nur so ein Hinweis, anscheinend. Mhm. Ah, also kann ich... Mit der Taste kann ich auch hüpfen. Okay. Hier war noch was. Ah, schlichte Werkzeuge für Moos Tüfteleien. Okay. Ah, hier haben wir es... Du hast den Omni-Switch aufgehoben. Das ist unser Universalwerkzeug. Mit dem können wir hier alles machen. Halte S gedrückt, um den Omni-Switch rauszuholen. Er zeigt wie ein Kompass zu deinem nächsten Ziel und verschafft dir Zugang zu den Maschinen der Riesen. Ich sehe sozusagen die Assistentin der Riesen hier. So, was haben wir hier? Kunde unter den Gängen findet heraus, warum die Maschine stillstehen. Okay, das ist unsere Aufgabe. Und es gibt auch immer wieder so Erinnerungen, die man einsammeln kann oder sowas, die einen so Einblick in die Vergangenheit geben und so. Und die Geschichte ein bisschen erzählen. Ein Versuch, diesen Ort etwas lebendiger zu gestalten. Achso, haben so, ja, so ein paar kleine Topfpflanzen. Ja. Was haben wir hier noch? Irgendwie. So, nee, ist zu Ende. Ah, hier kann man hochklettern. Aber ganz schön lang. Okay. Das bewegt sich auch. Also ein bisschen, ja, so semi-organisch, ne? Ein bisschen wie Maschine, aber auch wie lebendig aus. Sollen wir da wirklich rein? Na gut, wir versuchen es mal. Wir müssen hier wohl. Ich komme mal wie ausgespuckt vor. Okay. Also... Ah, wir können auch laufen. Halb Space springen. Aber auch Leertaste kann man dafür auch nehmen. Okay. Da irgendwie gehen. Mhm. Durchkrabbeln. Okay. Ah ja. Okay. Mo has done so much around here. Repaired and watched and built, but in this deathly silence. She is once more taunted by the one thing she will never be able to do. Oh. Their engineering can be studied and replicated, but their strength they selfishly keep. Das ist einer der Riesen. Despite all the wiring and the manufactured tubes, the engines are powered by physical force. Okay.
Also die Motoren werden durch Muskelkraft angetrieben. But the kind that no mere human could ever muster. Dafür brauchen wir die Riesen. Okay. Safan. He was always the weakest of the four. He is struggling to breathe. Even Mor can taste the stale air in her mouth. Yeah. It seems the ventilation system isn't working properly, but nothing does without the engine. Okay. Okay, hier kommen wir nicht durch. Ich hätte gedacht, dass man den hier benutzen kann. Riese so ein Apparat. Anscheinend nicht. Gut. Dann müsste ich hier wohl nach oben klettern. Seltsam aus hier. Space hochspringen. Oh, okay. Angeln. Die müssen auch sportlich sein, die unten. Treppen einbauen. Dieser Hintergrund, ist das schon ein Teil von dem Riesen? Sind die noch größer? Was ist das wohl? Will ich das wissen? Without power. The observatory is not much use. Okay, wir brauchen also Energie. Also dort organische Technik hier. Sehr interessant. Okay. Eine Art Maschine. Verwendet Omni-Switch, um den Notstrom zum Monitor umzuleiten. Okay. So, den müssen wir jetzt da rein. Und dann... Okay, Kugeln! Jawohl! Das war anstrengend. Was ist das? Kein Strom. Ja, das sehe ich auch. Warte mal. Aha! Da müssen wir den jetzt reinstecken. Roms! Okay. Aha. Oh, nochmal. Gedrückt halten. Und dann mit dahin lenken. Und dann mit F Energie da reinpumpen. Da brauche ich jetzt alle Finger hier. Alter Falter. So, der Saft ist drin. It hits Mo like a punch to the chest. It is all four of them. They all broke at the same time. Failed at the same time.
Something grave must have occurred. But what? Untersuche die Oberfläche, um herauszufinden, warum das Belüftungssystem ausgefallen ist. Puh. Okay, jetzt können wir hier durch. Klettern. Ja, wenn ich so viel Technik haben, warum hat es da nicht für den Fahrstuhl gereicht? Macht die das jeden Tag? So, kommen wir jetzt hier hin. Without the veil, the air is too toxic to breathe. And just as Moore feared, the vents have all shut. The poison is kept out, but so is the oxygen. Safan is slowly suffocating, and the other three may have it worse. Also draußen ist irgendein Gift, und deshalb haben die Luftschleusen sich geschlossen. Davon hat sie nichts gemerkt, wahrscheinlich weil die ganze Zeit unten war. Nur, ja, wenn man die Schleusen jetzt aufmacht, ist das denn so gut? Okay, wir probieren das mal aus. Warte mal. Rinn damit! Kurbeln, 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 kurbeln! Oh, okay. Du hörst nochmal, rennen. So, okay. Oh je. Ich denke mal, ich darf mich nicht von diesen Blitzen da treffen lassen. So, weiter geht's. Huiuiui. Oh, ein Wal. Mit zwei Flossen? Okay. Da haben wir wieder ausgespuckt. Lecker. So, jetzt sind wir draußen. Hier schweben so gelbe Sachen rum. So, jetzt sind wir mitten in Minute of Island. Jetzt draußen auf dieser merkwürdigen Insel. Kapitel 1 heißt es. Safan, Teil 1, die Insel Bohren. Da sind wohl wir jetzt. Was müssen wir jetzt machen? It shows all three purifiers also are down. As if Moore needed any confirmation beyond the spores in the air. This is on you, Safan. Mo grunts. Pray it is not too late for me to fix your mess. Okay. Wir müssen also die drei Luftreiniger auf der Nachbarinsel Bever wiederherstellen. Das ist ja so ein Hai, den schon jemand mal angesägt hat und wieder zugenäht hat. Was ist das hier? Ein schmuddeliger Stuhl mit dem Po-Abdruck ihres Onkels. Okay. Was sind das für Fische hier? Okay, der sieht ja gut aus. Der Fisch hat den einen schon gefressen und dann ist er gefangen worden. Er mag wohl Fisch, der Onkel. Wie es hier aussieht. Komm ich wieder hoch. Ah, hier. Ah. Okay, die Möwe oder der Albatros da oben schon fleißig am
rumzerren hier. Lecker. Aber gehen wir mal rein. Es gibt hier irgendwas. Yummy. Oh Gott. Daher kam also dieser Geruch. Boah. Also Fisch, ja. In allen Verwesungszuständen. Teilweise skelettiert. Was ist das für ein Onkel, was mit ihm los sei? Hm. Alles sehr verwahrlost aus. Wäre schon ewig nicht mehr da gewesen. Sehr merkwürdig. Hm. Ne, da gehen wir lieber. Das riecht mir zu unangenehm hier. Okay. Aber was haben wir hier? Ein Blick auf die anderen Inseln. Sie liegen nicht weit von hier. Okay, da kann man ja Hinweis auf andere Inseln finden. Sonst gibt es hier sonst noch irgendwas. Hm. Fisch mit Kartoffeln. Moat hat noch nichts gegessen. Tja. Dieser Fang ist der größte Stolz ihres Onkels, dieser Haider. Oder die Möwe sich schon dran bedient. Okay. Yummy. Geht's nicht weiter, wie es aussieht. Komische Insel ist das hier. So wie zusammengezimmert aus Schrott. Wie es aussieht. Das ist ein Walfisch auf der Tasse. Lustig. Hm. Gehen wir mal runter. Da hängt ein Aal. Ein Sägefisch. Sehr schön. Das ist wieder so ein räudiger Albatros. Der hat hier nur ein Bein. Boah, hier ist alles so verschrottet und gammelig. Ist ja furchtbar. Das Mo hat sich nie für das Angeln interessiert. Rumsitzen, nichts tun. Das ist die richtige Einstellung. Angeln. Furchtbar. Furchtbar, sage ich euch. Und Angelschnur ist unglaublich tödlich. Tödlich. Was ist das hier? Dieser Flaschenboss hat die Insel nie verlassen. Genau wie Mo. Das war mal ein Hammerhai oder sowas. Mit drei Flaschenpost. Ja. Hm. Einige Stücke aus der umfangreichen Sammlung ihres Onkels. Ja, so ein Tauchhallen, Schatztruhe, irgendein komisches Bild mit einer Welle. Keine Ahnung, wir bilden ein Bild mit einer Welle. Ist ja furchtbar. Seepferdchen. Das ist so ein räudiger Albatros da oben. Was ist das hier alles? So vergammelt. Angeschimmelt. So kaputte Vögel. Mal hier runter. Ja, anscheinend nicht. Möwe erschrecken. Oh, hier ist eine Höhle, oder? Kommen wir rein? Nee. Nee, da ist anscheinend nichts. Okay, aber warum kann ich denn da hin? Nee, da passiert aber nichts. Gut. Gehen wir mal weiter. Das ist alles anscheinend Sporen jetzt, dieses gelbe Zeug. Vielleicht giftig. Diese komischen Vögel machen dieses Gepiepse. Kann ich nicht hin. Sieht furchtbar aus. Sehr deprimierend hier alles irgendwie. Alter Steinbogen. Was ist das? Wow. Ein toter Wal. The smell made it clear. It died a long time ago. And now, the spores are taking hold of whatever remains. A better fate than the fungus eating you alive.
Okay. Lecker. Also. Gut, anscheinend ist es also Pilzsporen, die rumfliegen und irgendwie alles vergiften. Also die Vögel freuen sich auf jeden Fall, wie es aussieht hier. Bäh. Sieht ja echt lecker aus. Yummy, yummy, yummy. Gut, dass sie hier gar nichts riechen können. Kann man drauf gehen. Ja, nicht so ganz. Okay, würde ich jetzt auch nicht unbedingt wollen. Also die Vögel gehen auf die Nerven. Ist ja widerlich. Können wir irgendwie hin? Ist hier irgendwas? Ja. Für diese gelben Sporen. Ich glaube, jetzt Magenknurren. Okay. Was ist das hier? Das Schiff muss kurz aufgeladen werden. Das ist ein Schiff. Okay. Das ist eine Sammlung aus Schrott. Mit irgendwelchen Fischteilen drauf. Okay. Ah ja. Okay, hier kann man also wieder mal den Omni reintun. Den Omni-Switch. Wohin, wohin, wohin? Ja, ja, ja. Oh, getroffen. Und wieder pumpen. So mache ich das bei meinem Handy auch immer. Okay. Wie komme ich da jetzt drauf? Okay. Do not worry. I will fix your mess. And I will save our homes. Mo reassures herself. Mo macht sich selber Mut. Ja, ich glaube, den braucht sie auch. Okay, dann gehen wir mal mit dieser Tintenfischbrücke an Land. Also es scheint wirklich so semi-organisch alles zu sein. Ein bisschen Maschine, ein bisschen Metall, ein bisschen Leben, das ist sehr interessant. Aber so von der Grafik gefällt mir das schon. Das ist so mal wirklich was anderes. Geht ein bisschen in so eine Zeichentrick-Abenteuer-Serie. Die Figuren auch so sehr simpel gehalten sind, aber der Rest ist unglaublich detailliert. So ein bisschen so dieser französische Stil. Gut, dann, ja, dann machen Tau, ne? Ja, natürlich. Leine los, oder Tentakel, besser gesagt. So. Ich denke, das läuft mit Fischtran wahrscheinlich oder so. Erstmal ausparken. Sehr schön. Also ich kann mit dem Ding umgehen. Sehr abenteuerlich. Okay. Was hat er denn? Ah, das sind die beiden Inseln jetzt oder so. Die kleine und eine große. Dann fahren wir mal los. Schöne Musik. Mo shudders. She knows the damage the spores are capable of. The fungus first poisoning the mind, then ever so slowly consuming the body. How it will spoil the verdant soil and obscure the midday sun. Okay. Gelb irgendwie. Despite all of its dangers, Mo frequently inhales the poison. An occupational hazard, she calls it. A sacrifice others weren't willing to make. Hm.
Ich kann ja diesen Helm aufsetzen. Oh Gott. Was ist das? A few violent coughs, a few eerie apparitions won't keep her from doing her job. After all, she is the bearer of the Omniswitch. Ja, das war so eine Rückblende, wie sie den bekommen hat anscheinend. So Rückblenden kann es hier öfters geben im Spiel. Oder so Gedanken, Fetzen, Erinnerungen, die auch nicht immer alle angenehm sein sollen. Okay. Also sind wir durch Käse fahren. The Island of Bever. Once a bustling place. Before the great exodus. Now just a pile of broken things and abandoned ideas. The island hosts the purifiers, guarding Safon's domain. And not much else anymore. Okay. Kapitel 1, Safon. Teil 2, die Insel Bever. Jetzt haben wir schon mal gefunden. Das war jetzt auch nicht so schwierig. Ich ist ja von alleine gefahren. Aber sieht echt cool gemacht aus. Wir ziehen diesen Grafikstil echt durch. So, dann sind wir wohl jetzt da. Alles aussteigen. So, Tentakel los. Ja. Gut, vielleicht besser als ein Seil, ne? So. Dann sind wir wohl jetzt hier auf der Insel. 0 von 12, was heißt das? Du hast 0 von 12 Erinnerungen in diesem Bereich gefunden. Aha. Das sind also unsere Aufgaben. Hier gibt es also 12 Erinnerungen, die wir finden können hier in dieser Gegend. Okay. Was immer das heißt. Erinnern. Okay. The children used to all come here together. Miri, Moor, their friends, for the Seaberry Jam, Santo, the scarecrows, lecker. And the rides, and then the exodus happened. Sanddorn ist lecker. Aha, da schwimmt auch unten so Sanddorn-Marmelade rum wahrscheinlich. Okay. Wir Freunde und es gab irgendwann einen Exodus. Anscheinend gab es wohl eine Katastrophe und alle Leute sind irgendwie ausgewandert, weggezogen, geflohen. Und sie ist geblieben. Oder musste bleiben. Finde den ersten noch Luftreiniger und starte ihn mit der Bever reinigt. Okay. Gut, dann gucken wir mal in der nächsten Folge hier weiter, was uns hier noch so erwartet in diesem interessanten Spiel, diesem spielbaren Comic, sage ich jetzt mal. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Euch gefällt das hier. Ich muss, glaube ich, den Ton noch ein bisschen runterdrehen. Aber bis jetzt mal was anderes. Interessantes Spiel. Gespannt, was noch so auf uns hier wartet. Was unsere kleine Heldin oder Heldin wider Willen hier noch so alles erleben muss. Dann würde ich mal sagen, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal und bye bye. Hui.